Ja, toller Anfang. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu Fire Emblem 8, Secret Stones. Und ja, beim letzten Mal viel Gerede. Viel zu viel. Ihr habt es vielleicht gemerkt, meine Stimme ist wahrscheinlich, ich glaube, so ein bisschen abgekackt. Und ich konnte nicht mehr so gut alles vorlesen. Ich hoffe, ihr konntet noch alles verstehen und könnt mir das verzeihen. Aber ich wollte da eigentlich Schluss machen und ich konnte einfach nicht mehr. War so viel, dass es, ja, den ganzen Part zugesehen nur Gerede war. Eigentlich einen und einen halben. Ja, aber egal. Ja, was ich noch sagen wollte, ja, es kamen jetzt längere Zeit keine Videos, so 2-3 Wochen. Das tut mir echt leid, Leute, aber irgendwie hat mir die Motivation gefehlt, weiter zu spielen und zeitmäßig hatte ich auch nicht so viel Zeit eben. Und ja, es war eine Menge los und naja, auf jeden Fall konnte ich da nicht aufnehmen und wie gesagt, auch die Motivation war nicht da, wenn ich mal Zeit hatte. Aber jetzt bin ich total motiviert, ich habe total Lust auf das Spiel und habe auch heute mir vorgenommen, eine schöne, sehr lange Aufnahme zu machen, damit ihr dann erstmal wieder mindestens eine Woche Videos habt oder noch länger, also nur durch diese Aufnahme. Und ja, mal sehen. Und ja, auf jeden Fall tut mir leid, dass so lange nichts kam, aber ich würde sagen, jetzt fahren wir hier weiter und schauen mal. Ja, also beim letzten Mal haben sich ja konnten wir ja wählen, ob wir ja Erika oder Ephiram wählen, mit wem wir begleiten wollen. Ich habe Erika genommen und ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich wollte jetzt noch, ich habe eben schon die Items sortiert. Genau, du hast die Engelsrobe, die gibst du, tauschen. Nami. Das will ich nämlich, nein, ich habe Eisenschwert. Das will ich nämlich ihr geben. Engelsrobe erhöht die KP um 7, wenn ich mich nicht irre. Verwenden. Ja, ich möchte, ich habe immer gern Bogenschützen, die viele HP haben, oder KP. Und da gibt sie das. Ja. Hört sie 22. 29. Ja, plus 7. Perfekt. Das ist schon mal schön. Für den Bogenschützen. Ich habe immer gern Bogenschützen, die viel HP haben. Und ja. So, ab jetzt sind ja auch Gegner auf der Weltkarte. Die kann man zum Trainieren nutzen. So viel weiß ich schon. Ich denke mir, wir sind noch aber momentan ganz gut im Schnitt, dass es nicht nötig ist. Und wir haben den Turm von Valny. Freigeschalten letzten Mal und den möchte ich mir jetzt mal etwas genau ansehen. Da kann man auch trainieren, so viel ich weiß. Turm von Valny, Ebene 1. Einheiten, wie viel darf ich mitnehmen? 8. Du kommst mit Arthur, Franz, Nami, Roswitha, Joshua. Ich hätte gerne den noch mitgenommen, weil der muss trainiert werden. Ihr beide seid auf 9 und 8. Die beiden kann ich auch mal, weil ich ein paar mehr mitnehmen kann, mal mitnehmen. Oh, Vanessa ist ja auch gar nicht drin und hätte ich jetzt auch mal wieder gern dabei. Franz, du machst mal Pause. Vanessa kommt rein und komm, oder? Ja doch, Arthur macht auch Pause und Colm kommt rein. Okay. Tauschen. Kann ich ihm irgendwas geben? Wahrscheinlich. Oh, nee, halt. Ich hab nicht mal Schwerter. Ich hab keine Schwerter. Ich glaube, ich würde bald mal wieder laden. Geld müsste ich eine Menge haben. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe sehr viel Geld. Warte, prüfen, speichern geht hier nicht, okay. Ja, okay, dann los. Ich habe gleich gerade überprüft vorher. Na egal. 4. Das sind jetzt Zombies. Okay. Soll ich doch Arthur mitnehmen sollen, weil Magie ist glaube ich gar nicht so schlecht gegen Zombies. Aber na gut, ich habe ja noch Jute. Daher sollte das ganz gut funktionieren. Was ist lange her, dass ich das jetzt mal gespielt habe. Machen wir denn?
machen wir mal Langspeer. Nahkampf mit zum Beispiel Stahllanze könnte reichen, wenn es dreimal trifft. Attackkraft 1. Okay, komm. Quit. Geil, das Spiel geht gut los heute. Freut mich. Sie kommt an keinen ran, okay. Ja, wahrscheinlich kommen die anderen alle gar nicht an. Kommen die alle gar nicht an jemanden ran. Ja. Stehe ich dahin. Was soll schon passieren? Das sage ich jetzt so und dann kriege ich voll aufs Maul. Ich sehe es schon kommen. Joshua, du gehst mal nach da. Den Dieb möchte ich eigentlich nicht so allein rumstehen lassen. Was, du gehst nach hier. Vielleicht können die überhaupt laufen. Nicht so weit. Gut, dann stell dich dahin. Sollte ganz passend sein. Ja, da kommt sie nicht hin. Gut, dann stellt sie sich dahin. Sie geht. Wo stelle ich sie hin? Mal dahin. Und sie geht nach da. Komm. Sollte passen. Ja, kommt her. Oh, was bist du denn? Und zack! No problemo! Ja, kommt her. Sehr gut. Und weg. Okay. Okay, das läuft alles ganz gut. Der kommt nach da. Der ist nach da. Na gut. Boom. Voll aufgeschlitzt. Naja, eigentlich nicht, aber egal. Nur zwei Werte? Echt jetzt? Ja, du kannst jetzt einfach mal hier hochgehen. Du auch. Und dann möchte ich das Kölle machen. Einmal den besiegt, wie viel Schaden kann er denn machen? Leichtschwert. Oh, 2x8, das ist mehr als ich dachte. Eisenschwert, 2x10. Muss ich ihn nur auf 20 runterschwächen. Sie kann wahrscheinlich einen komplett killen. Feuer. Oh ja, der ist weg. Boom. Boom. Und die. Obwohl. Zombies, sie sind eigentlich schon tot. Naja, egal. Was soll's. Kleinigkeiten. Gott, sind das hier um viele. Ich möchte immer noch, dass er einen killt. So der Hacke vorschwächen. Wäre echt super und so. Puh. Vorschwächen. Puh. Alter, wow, macht was Schaden. Nee. Sie kann aber den Langspeer, glaube ich, vorschwächen. War das nicht so? Nein. Wenn ich da hinstelle und dann Leichtlanze. 2x12, das überlebt er. Ja. Und sie wird nicht getroffen. Also doch, sie kann getroffen werden. 37%, aber das würde keinen Schaden machen. So. Haben wir da, was ich wollte. Jetzt kann er den Gnadenstoß machen. Ich könnte ihn was stehlen. 50 Gold. Nee, komm. Leicht oder Eisenschwert? Ach komm. Wohl kommen das Leichtschwert. Ist eigentlich egal, ich hab von beiden genug. Oh ja, das hat gebracht. Ein Level ab. Oh, die 50 Gold habe ich jetzt so bekommen.
Okay. So, was habe ich getan? Ah, so kann ich durchwechseln. Ach so. Okay. Ich stelle dich hier drauf. Ihr wisst ja, solche Plattformen geben einen mehr Verteidigung. Wenn ich raus hier hinstelle, dann kriegt ihr die ganzen Erfahrungspunkte, die ich davon komme. Das sehe ich doch kommen. So, sie kann mal nach da gehen. Aber er kann sich mal hier vor den Dieb stellen. So als Schutz so ein bisschen. Und der Engel hat gleich angegriffen, okay. Puh, ein Schaden. Komm, was willst du? Dann das habe ich jetzt alles schon vorsprechen mit der leichten Lanze. Naja, nicht alle. Nicht so viel. Wie sie angreifen, aber ich glaube, das war der Einzige, der sie angreifen wird. Wie nicht treffen, das finde ich sehr gut. Naja, die haben auch keine hohe Trefferchance, aber ich kenne es vorher im Leben schon ein bisschen. Gegner treffen gerne auch mal ein bisschen öfters mit nicht so hoher Trefferchance. Das kenne ich schon. Würde mich jetzt also nicht wundern. Eigentlich. Na komm, das darf sie machen. Oder wie viel Schaden? Das wäre eigentlich verschwendet. Dann. Wir müssen natürlich nur 13. Na komm. Critical Hit! Oh yes, baby! Oh, 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 ich hab das Spiel vermisst. Huhuhu, du kannst. Ja, komm. Du machst jetzt den weg. Jo. Hoffe, ich spiele jetzt hier nicht taktisch unklug. Das wäre nämlich nicht so schön. Der hat noch 6. 6. Joshua könnte hierhin noch den aufschlitzen. Finde ich schön. Leichtlanze. Mit dem weg. Mit der Leichtlanze kann ich so ruhig weit vorne stehen lassen. Weil wir sehen, sie würden nur einen Schaden von denen bekommen. Der General steht wohl auch hier. Also mal Generalanführer eben. Aber ich denke, ich mache auch nicht so viel mehr Schaden. Was ist eigentlich mein Ziel? Legale Monster, okay. Jute, du kannst hier nach vorne kommen und den wegbören. La 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 la. Boom. Oh yes, baby. So. Joshua. Ich glaube, ich lasse ihn das machen. Der kriegt auch noch 5 Schaden höchstens. Boom. Wenn die Gegner treffen würden. Das nicht tun. Jo, Level up. Komm, gute Wertestieg. Naja, 3 Werte, damit kann man, glaube ich, zufrieden sein. Könnte den Anführer blätten. Wie er das könnte. Ganz locker flockig. Die Hacke nicht. Eisenaxt auch nicht. Auch bei. Nee, nur mit der Stahlaxt. Ja, warum nicht? Boom! Au. Boom! Stimmt ja, ich habe auch so einen Piraten gemacht. Ich wusste noch, dass er sich weiterentwickelt hat, aber ich wusste nicht mehr genau zu was. Aber stimmt, er ist ein Pirat, wie es da auch gerade steht. So, größte Gefahr ist erledigt. Erika, du kannst Eisenklinge. Du irgendwo mit weniger Schaden. 7 überall gleich viel, dann nimm die Eisenklinge. Boom. Oh yes, baby. Ich habe auf Baby in diesem Park gesagt, kann das sein? Ich glaube ja, aber naja, was soll's. Natascha, du kannst ja natürlich mal dahin. Ja komm, was willst du? Was willst du tun? Oh, der hat getroffen. Oh, oh, oh. Boom, Schlitz. Na, du auch, ja. Ich hoffe.
Spiel, lass mich jetzt. War jetzt nicht sowas. Level up, komm, jetzt steigt genau Verteidigung und jetzt machen die weniger Schaden. Okay, der greift Joshua an. Wie viel? 16! Warum so viel? Okay. Ich habe Angst. Was macht der? Ich dachte schon, er trifft, ey. Okay, die Runde ging für Joshua und Erika etwas knapp aus. Unschwert. Okay. Okay, 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 ganz ruhig. Das ist alles in Ordnung. Wie weit kann der laufen? Was du machst jetzt den weg. Übertrieben. Hacke. Ja. Boom. Ich soll auf Fernkampf machen können mit der Hacke, nicht wahr? Vergessen! Stimmt ja. Boah, bringt der Erfahrung. Jo, Level 11. So, nur noch der. Jetzt ist dieses Boomschwert, wenn er aus Entfernung angreifen kann. Erika macht jetzt erstmal einen Rückzug. Noch da. Und die heilt. Joshua geht einfach da zurück, wo er auf jeden Fall nicht getroffen werden kann. Gut, sie kommt nicht ran. Vanessa. Was kannst du denn so ausrichten? Löschspeer. Ich auf jeden Fall schon mal nicht so viel Schaden. Eisenlanze. 2×12. Reicht. Ja komm, 7 Schaden. Seht ihr, jetzt hat er mit 30 getroffen. Ah, jetzt reicht es nicht, weil er sich geheilt hat. Okay. Ich kann Colin dem ja umhauen. Das wäre jetzt krass. Ja, 6. 4. Boom. Na, gibt ja viel. Ja. Naja, eigentlich normal viel. So viel hat der Freund auch bekommen. Ach komm, nur die KP um 1. Eisenlanze. Wir haben es geschafft. Oh, ich kann jetzt speichern, okay. Okay, das war's anscheinend. Wenn ich jetzt nochmal reingehe, bin ich wieder auf Ebene 1. Kriege ich auch wieder raus. Anscheinend nicht. Okay. Schön. Jo. Ich bin wieder raus. Wie lange ist denn der Punkt? Ja, okay. Leute, das war jetzt ein bisschen Fail, aber ich beende den Part und wir sehen uns dann im nächsten Part auf der Weltkarte wieder. Also, ciao und bis.